Ja, wir befinden uns hier in Esslingen-Mitte in der Kurt-Schumacher-Straße. Der Rettungsdienst wurde alarmiert zu einem Brand in einem Hochhaus. Ja, beim Eintreffen stand das Gebäude von außen in Flammen. Es kam zu einem Brand auf einem Balkon mit sehr starker Rauchentwicklung auch in das Gebäude hinein. Mehrere Personen strömten aus dem Gebäude. Der Rettungsdienst hat dann sich um die Personen gekümmert, eine Sichtungsstelle eingerichtet und die Betroffenen hier im Nachbargebäude untergebracht. Ja, es gab eine verletzte Person. Also aktuell gehen wir davon aus, dass es sich um leichtere Verletzungen handelt. Ja, der Rettungsdienst war jetzt mit 3 Rettungswagen, 2 Notärzten, einem leitenden Notarzt und mir als Einsatzleiter vor. Ja, aktuell haben wir im ENBW-Gebäude eine Sichtungsstelle eingerichtet. Die Personen werden notärztlich untersucht und können dann zurück in ihre Wohnung. Ja, durch die starken Schneeverhältnisse war natürlich die Anfahrt erschwert. Wir hatten schneebedeckte Straßen hier auf der B10, B313, sodass die Anfahrt entsprechend verzögert erfolgte. Also insgesamt sind 30 Bewohner, die aktuell hier betreut werden.